Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise durch die Welt des Tarot. Und bevor wir uns der Karte widmen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich am 27. Dezember und 28. Dezember so Workshops habe, Vision 25, wo es um Tarot, um Astrologie geht. Also wenn dich das interessiert, sei gerne mal dabei. Aber jetzt schauen wir uns gleich die Meditationen, und zwar geht es diesmal um die Karte Nummer 5 der großen Arkana, und das ist der Hierophant. Das ist so ein, man sieht da so einen Popen, einen Pfarrer, einen Priester sitzen, und der segnet so die Leute. Und die Bedeutung der Karte ist eigentlich wirklich Sinnsuche, Sinnfindung und natürlich die Segnung. Das heißt, den Wohlwollen eigentlich und der Gutwill der geistigen Welt, wenn du so möchtest. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, in Zeiten des Umbruchs und sehr bewegten Zeiten immer so den Sinn zu finden, warum mache ich etwas, was ist mir wichtig, diesen Fokuspunkt auch zu halten. Und heute geht es eben, wie gesagt, um diese Sinnsuche, aber auch darum, dass du dich als gesegnet erfährst und dass du dich als geschützt und behütet erfahren kannst. Und das machen wir jetzt in der Reise zur Karte Nummer 5. Und da lade ich dich jetzt ganz herzlich gleich dazu ein. Das heißt, schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und noch einfach so ein-, zweimal tief ein und wieder aus. Und konzentriere dich jetzt einfach mal auf deinen Herzschlag, auf deinen Herzrhythmus. Die Luft fließt durch deine Lungen, das Blut fließt durch deinen Körper, wird von deinem Herzen durch den Körper gepumpt. Und diese Bewegung ist Ausdruck der göttlichen Liebe. Mit dieser Bewegung möchte dir die geistige Welt mitteilen, dass es schön ist, dass du da bist. Das ist dein Geschenk der geistigen Welt an dich. Und erlaube dir bitte jetzt mal diesen Lebensfunken, diese Lebensenergie, das, was dein Herz schlagen lässt, als Geschenk zu sehen, als Segen, als segensreich. Ich bin beschenkt, ich bin gesegnet. Ich bin geliebt, ich bin beschenkt, ich bin gesegnet, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Und in dieser Energie, in dieser Liebe, in diesem Frieden, spür mal, was das mit dir macht. Spür jetzt mal, dass von deinem Herzen aus Liebe durch dein System strömt. Nicht nur durch deinen Körper, sondern durch dein Energiefeld. Du bist geliebt und du erlaubst dir jetzt, diese Liebe wahrzunehmen. Und diese Energie, diese Liebe strömt durch dein Leben und entfernt alles, was der Liebe widerspricht. Ich bin reich, ich bin gesegnet, ich bin geliebt. Ich bin reich, ich bin gesegnet, ich bin geliebt. Und erlaube dir diese Kraft, diese Energie,
diese Liebe jetzt zu spüren und noch mehr zu erden und zu verteilen. Genau in die Aspekte soll diese Liebe fließen, wo du immer das Gefühl hast, alleine zu stehen. Vielleicht ist es in einer Beziehung, vielleicht im Beruf, vielleicht hast du irgendwo das Gefühl, du musst dich alleine durch etwas durchkämpfen, Projekte selber stemmen. Und genau zu dieser Energie hin erlaube dir, diese Qualität fließen zu lassen. Dieses, du bist geliebt, du bist gesegnet, du bist beschenkt. Diese Energie fließt jetzt in alle Fasern, in alle Teile deines Lebens. Und konkret erdest du sie, das heißt zwischen deinen Füßen, Becken, Hüfte, durch deine Füße hindurch fließt jetzt diese Liebe und erdet sich und breitet sich in dem Raum um dich aus. Und erlaube dir jetzt mal, dass du dein Leben wirklich wie ein Brettspiel siehst, wie ein Mensch ärgere dich nicht Spiel, wenn du so möchtest. Oder ein Schachspiel. Und das ist dein Geschenk. Und in diesem Geschenk gibt es Hindernisse, die es zu überwinden gibt, aber auch ein Ziel, ein großes Ziel des Spiels. Und du erlaubst dir jetzt einmal in dieser Energie der Segnung dein Ziel zu empfangen. Ich bin bereit, in der unendlichen göttlichen Liebe mein Ziel zu empfangen. Und dieses Ziel kommt jetzt nicht ganz plump zu dir, sondern das kommt jetzt als Vision zu dir, als Qualität. Eine Vision, die dich beflügelt. Wie ein positiver Windhauch, der dir durch den Rücken weht und der deine Schritte beflügelt. Es ist eine Vision, die du jetzt empfängst. Und das ist eine Vision jenseits von irgendwelchen Social-Media-Geschichten, jenseits von irgendeinem Geschnatter deines Umfelds, jenseits von irgendwelchen Familienprogrammen oder Verwicklungen. Es ist deine Vision. Und diese Vision ist in deinem Geschenk enthalten. Was du zu tun hast, wohin dein Leben dich führt. All das ist in diesem Weg enthalten. Und du spürst nun die Energie der Vision durch dein drittes Auge fließen, ein strahlendes Licht. In deinem Rücken spürst du die Segnung, das Geschenk der göttlichen Liebe. Und vor dir den Weg, die Vision, du spürst, wie deine Energie zu fließen beginnt und halb fließt du aktiv und teilweise wirst du auch wirklich dorthin getragen und du spürst, dass sich dein Blick klärt, dass du fokussierter wirst und du spürst, dass du ganz nahe mit deiner göttlichen Vision, deinem göttlichen Bild in Verbindung treten kannst. Ich bin jetzt bereit, meine göttliche Vision zu empfangen. Und erlaube dir jetzt einfach mal ein Gefühl, ein Bild zu empfangen.
Und in diesem Augenblick hörst du auf, dich zu verausgaben, dich zu erschöpfen, sondern ganz klar in deinem Licht zu stehen. Du bist das geliebte, gesegnete, beschenkte Kind Gottes. Und du bist bereit, deinen Lebensweg zu 100% zu gehen. Atme da mal tief ein und wieder aus, dieses Bewusstsein. Und bedank dich jetzt bei der geistigen Welt nochmal fürs Beschenktwerden, fürs Gesegnetsein und für deine Vision. Du spürst nun einen Horizont vor dir. Du spürst, dass Altes, Belastendes von dir abgefallen ist. Und du spürst, dass du in deiner Führung mit deiner geistigen Welt bist. Bedank dich jetzt nochmal bei dir, deiner Energie, bei deiner geistigen Führung. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich mal durch und erde nochmal ganz bewusst diese enorme Energie deiner Lebensvision. Zieh sie richtig noch einmal nach unten. Also atme tief ein und erde sie, pflanze sie ein, dass sie sich verwurzeln kann. Und nun spür noch mal nach. Danke für dein Geschenk, danke deiner Vision. Streck dich nochmal durch und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür nochmal das enorme Potenzial und bleib noch ein bisschen in der Energie. Du kannst auch deine Augen öffnen, wenn du möchtest. Und nimm dir nochmal bildlich so deine Vision, dein Bild. Zieh sie nochmal durch deinen Körper durch. Lass sie wirklich durch dich hindurchfließen. Vom Scheitel durch deinen Körper, übers Herz, übers Becken, Hüften bis in den Boden hinein. Streck dich nochmal durch. Verwurzle deine Vision. Stell deine Beine parallel auf die Erde. Und spür nochmal, wie die Energie jetzt durchfließt. Und spüre, dass du jetzt auf einer inspirierteren, auf einer freieren Ebene erwacht bist. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir mit dieser Meditation gegangen? Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Und ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich finde, das war jetzt eine ganz coole Geschichte. Also ich freue mich auf deine Kommentare. Und wie gesagt, wenn dich Tarot und Astrologie mehr interessiert, schau auf meiner Homepage.
27., 28. Dezember werde ich so Events machen, wo es wirklich dann um Tarot, Zukunftsschauen geht. Und Details findest du dann auf der Homepage. Und wie immer freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch dalässt und den Kanal abonnierst. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe mir neulich wieder Statistiken angeschaut und ich bin kein Statistikfan, aber 65% meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Das heißt, 65%. 35% sind Abonnenten, 65% sehen das und haben kein Abo dagelassen. Und da bitte ich dich jetzt nochmal, wenn du noch nicht abonniert hast, dann drück drauf, abonniere den Kanal, lass ihn weiter wachsen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz. Bis bald, dein Olivera Nie. Tschüss.